Hi, ich bin Denise und ich bin die Szenenbildnerin und Set-Dekorateurin von diesen Sets. Das hier ist unser Coca-Cola Creations Neon-Set und hier haben wir extra spezielle Neons anfertigen lassen und soll alles ein bisschen industriell wirken und alles schwarz, pink und schöne Kontraste wollen wir hier schaffen. Die Vorbereitung für dieses Event war extrem kurz. Wir hatten nur 6 Wochen, aber durch eine gute und enge Zusammenarbeit mit WeCom, dem Auftraggeber und Coca-Cola, hat das wunderbar funktioniert. Also wenn wir alle an einem Strang ziehen und alle Lust haben, dann schafft man das. Wir haben heute für Coca-Cola ein Event mitgestaltet und organisiert, der bei uns in unseren Räumen stattfindet. Wir haben unsere Social Media Playground für die umgestaltet, quasi mit den Ideen halt auch von Coca-Cola. Und haben halt in einer guten und engen Zusammenarbeit etwas Neues gestaltet, nämlich das House of Transformation für Coca-Cola für ihren Event. Wir haben gehofft, dass wir viele Leute erreichen, die jetzt heute kommen, hier beim Kickoff, aber halt auch in den nächsten Tagen, damit viele Leute, die Foto und Film interessiert sind und sich gerne in coolen Kulissen fotografieren möchten, dass sie bei uns die Möglichkeit bekommen. Das war unser Ziel und ich glaube, es ist ganz gut gelungen. Ich bin Valentina Rapo und ich bin Autorin und Social Media Creatorin. Ich heiße Leo oder auch Leo Bellis und ich habe gerade mein Abitur abgeschlossen. Ich mache jetzt Social Media, komplett Content Creator, Influencer-mäßig. Ich bin Marlon Diaz, ich bin Fotograf, Assistent von Diego Six. Ich bin Julian David, ich bin Schlagersänger und darf heute hier Rosalia feiern und Coca-Cola. Ich bin ehrlich gesagt mit keiner Erwartung reingegangen, weil ich wusste nicht, was auf mich zukommt, weil ich zum ersten Mal auf so einem Event bin. Ich muss sagen, es gefällt mir sehr, sehr, halt das Ganze, wie es aussieht, die neue Coca-Cola-Sorte schmeckt mir übelst lecker. Ich freue mich natürlich immer, wenn man Neues erfahren kann, wenn man Coca-Cola neu irgendwie experimentieren kann mit Geschmacksrichtungen. Und ich denke immer, wenn man keine Erwartungen hat, kann man auch nicht enttäuscht werden. Wir waren im Bällebad und sind da einfach reingesprungen. Das war richtig cool. Es war wie in der Kindheit, es war einfach richtig nice. Ich würde sie allen Leuten empfehlen, einfach aus dem Grund, weil man hier, wenn ihr es liebt, nice Fotos zu machen, dann könnt ihr auf jeden Fall herkommen. Und es gibt halt so verschiedene Spots, das ist halt das Geile daran. Und deswegen, ja.